Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die 15 gelesenen Bücher aus dem Oktober an. Ja, ich bin noch ein bisschen nasal, ich war ein bisschen erkältet, aber ich glaube, es geht ganz gut. Vielleicht mache ich zwischendrin mal eine kurze Rede und Denkpause. Aber ich hoffe, ja, dass das stimmlich heute ganz gut läuft und ja, ich euch da auch nicht zu nasal sozusagen nerve. Also ich weiß durchaus, wie das ist. Aber ja, ich denke, der Herbst ist einfach Erkältungszeit. Da müssen wir wohl ein wenig durch. Ja, ich habe 15 Bücher gelesen versus 19 Bücher, die eingezogen sind. Also auch in diesem Monat ist die Challenge nicht geschafft. Allerdings war es ja bei den Neuzugängen so, dass zumindest die 50-50-Aufteilung der eingezogenen Bücher ganz gut geklappt hat. Das ist hier tatsächlich auch sehr gut gelaufen. Ich habe 5 haptische Bücher gelesen, 3 E-Books und 7 Hörbücher. Die Hörbücher lagen natürlich ein bisschen an meinem Urlaub in der ersten Oktoberwoche, wo ich viel im Flugzeug gehört habe, aber auch am Strand liegend und das richtig schön fand. Und ja, von daher, das ja, ist eine sehr gute Mischung in diesem Monat. Insgesamt gelesen 4780 Seiten. Besonders in der ersten Urlaubswoche habe ich wirklich fast täglich ein Buch beendet. Danach bin ich so 3, 4 Tage in so ein bisschen ein Lesetief tatsächlich gekommen, weil ich so gar nicht in meinen Alltag zurückgefunden habe. Aber letzten Endes waren es dann doch knapp 154 Seiten, die ich pro Tag gelesen habe, womit ich auch absolut fein bin. Auch knapp 55 Stunden Hörbuch habe ich gehört, was eben tatsächlich an der Urlaubswoche und an den Flugzeiten und auch beim Hinflug ja, mit der Verspätung zu tun hatte, wo ich da im Grunde schon 1,5 Hörbücher weggehört hatte. Bei der Sternenvergabe sind wir auch tatsächlich bei meinem Gefühl, dass es so okay war, nämlich bei 3,47. Ich hatte zwar 4 Highlights, aber auch 2 Abbruchbücher und der Rest der Bücher war tatsächlich auch eher so okay. Und ja, ich möchte jetzt mal irgendwie wieder einen Monat haben, wo es Highlights hagelt und ich ganz viel Lesegenuss habe. Ich finde das zurzeit wirklich ein bisschen dieses ständige, ja, war so okay. Finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Auch bei Büchern und ja, auch ein Buch, das hier liegt, was als Highlight vermutet war, was dann nur so okay war. Das ist, ja, zurzeit scheint mich mein erster Eindruck immer so ein bisschen zu täuschen bei Büchern, wo ich wirklich so Highlights vermute und dann irgendwie so, naja, irgendwie okay rauskommt. Obwohl, also 3,47 ist ja überhaupt nicht schlecht, ne? Ist ja sogar besser als okay. Aber ja, es macht einen nicht so richtig glücklich, wenn nicht so 4, 5 Sterne, wo man sagt, wirklich so in Highlight-Richtung, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schöner. Aber ich denke, wir reden gar nicht lange. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Ich mache auch die Zeitstempel wieder dazu. Wenn ihr Infos zu den Büchern wollt, findet ihr die auch unten über die Links. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich markiere hier auch immer die Rezensionsexemplare. Also wenn ihr da Infos wollt, einfach mal einen Klick nach unten. Ich würde jetzt die ersten beiden Hörbücher des Monats vorstellen, weil die in der Reihe so ein bisschen zusammengehören. Sie war aber eigentlich Buch 1 und Buch 3, aber ich glaube, das ist gar nicht weiter schlimm. Nämlich aus der Because It's True-Reihe der erste Teil und der zweite Teil. Der erste Teil ist 1000 Momente von Kelly Moran und ja, mit dem habe ich im Grunde schon am Flughafen angefangen. Es gab diese vierteilige Reihe, die ich schon ein bisschen länger im Blick hatte, weil 3 von den 4 Autorinnen, von denen auch schon was gelesen hatte und eben auch begeistert war. So ja auch von Kelly Moran, die wir ja aus der Redwood Love-Reihe kennen. Die Bücher gibt es ungekürzt bei BookBeat. Das habe ich mir kurz vor dem Urlaub, ich glaube, auch für 10 Cent des Monats geholt. Habe ich jetzt auch weitergeführt, weil auch im November 2, 3 Hörbücher da auf meiner Liste stehen. Gesprochen wird das Buch von Dagmar Bittner, der ich sehr, sehr gerne zuhöre und die in diesem Genre wirklich einen ganz, ganz tollen Job macht. Das Buch gibt es, also das Hörbuch gibt es auch als E-Book zusammen mit dem zweiten Teil, so in Kombination und dann auch Teil 3 und 4. Also wer das dann eher lesen möchte, Teil 3 ist von Anja Oma und Teil 4 von Nicolas Hotel. Also wenn ihr lieber liest, gibt es das dann im Grunde im Doppelpack als E-Book auch. Ja, wir sind hier in einem kleinen Städtchen im Süden der USA und da spielen eben auch diese ganzen Geschichten jetzt aus dieser Reihe. Und wir treffen im ersten Teil auf Rosemary, die sehr gerne liest, die ein wirklicher Bücherwurm ist, die auch gerne die Zeit mit ihren Katzen verbringt, auf der Couch sitzen, mit Tee kuschelt und einem guten Buch. Sie mag eben diese Ruhe als Ausgleich zu ihrem Lehrerberuf sehr, sehr gerne und hat da aber natürlich auch so ein paar Lieblingsschüler, die sie auch sehr gerne neben der Schule unterstützt.
Und ja, gib da eben auch gerne mal Literaturtipps. Hängt da natürlich auch ein bisschen mit der Bibliothek vor Ort zusammen, die nicht ganz so gut ausgestattet ist. Drei ihrer Lieblingsschülerinnen, ja, die planen jetzt eben sie auch zu verkuppeln, da sie eben der Meinung sind, dass die fiktiven Romanhelden der Lehrerin nicht ausreichen sollten. Und ja, wie es der Zufall will, ist der neue Bibliothekar auch Single und so wird da etwas eingesponnen. Es war eine ganz süße Geschichte, die in diesem verträumten Örtchen stattfindet, dass wir auch wirklich gut erleben und mitgenommen werden. Es sind sympathische Charaktere, die auch wirklich ja, gut handeln, nachvollziehbar handeln. Und mein Problem, es ist eine Kurzgeschichte mit, keine Ahnung, knapp 100 Seiten gewesen. Auch beim Hören waren es, glaube ich, 3,5 oder 4 Stunden. Mir ist das einfach zu flach, mir ist das zu kurz. Emotionen können nicht so richtig entstehen und das braucht aber eigentlich diese Geschichte. Es ist natürlich schon locker und leicht und trotz der Kürze bekommen wir dieses Städtchen ganz gut präsentiert, aber die Charaktere können gar nicht tiefgründig behandelt werden, besprochen werden. Es ist einfach dieser Zeit geschuldet, dass wir da gar nicht so richtig ja, uns in Rosemary hineinversetzen können, irgendwie den Bezug auch zu den Schülerinnen oder dann eben auch noch zum Bibliothekar. Ja, es war einfach zu viel in dieser kurzen Zeit und ja, ich bin per se ja auch nicht der größte Kurzgeschichtenfan und ich glaube, dass das einfach hier auch so ein bisschen mein Problem ist. Ich mochte aber wirklich, wie das Städtchen ausgearbeitet ist und würde mir definitiv mehr in diesem Universum wünschen, weil wir hier schon ein sehr wohliges, gemütliches Gefühl bekommen haben. Auch so ein bisschen diese Schrulligkeit von dem ein oder anderen Nebencharakter gefiel mir ganz gut. Was ich ein bisschen unlogisch fand, ist, dass sich die Lehrerin auf diese Verkupplung so hat eingehen lassen, auch mit diesem Umstyling, wo ich mir dachte, ach, dazu ist sie doch eigentlich viel zu eine gestandene Frau und viel zu erwachsen, aber es war so ein bisschen was unlogisch und mir einfach zu kurz und zu flach. Es war okay und als Hören definitiv noch besser als Lesen, aber war jetzt nichts, wo ich sage, ist ein Highlight. So ging es mir dann auch mit dem zweiten Band, Ein einziges Versprechen von Kira Mohn. Da habe ich im Grunde direkt auch weitergemacht. Sprecher ist hier Luis Friedemann Thiele, den ich bewusst noch gar nicht so kannte, der aber, finde ich, tatsächlich die Geschichte auch gut vertont hat. Es ist wohl die Vorgeschichte zu der Reihe Du irgendwo, die dann im Nachgang erschienen ist, von der ich aber gar nicht so mitbekommen habe von Kira Mohn. Von Kira Mohn mochte ich diese Leuchtturmreihe damals ganz gerne. Ich hoffe, das ist sie jetzt auch, aber soweit ich mich entsinne. Ja, habe ich sonst noch was von Kira Mohn gelesen? Müsste ich nachschauen. Aber ja, das merkt man der Geschichte tatsächlich auch an, dass sie im Grunde nur so ein Vorgeplänkel ist. Ja, wir sind hier wieder im gleichen Städtchen unterwegs und treffen auf Jack, der ist 19 Jahre alt und kümmert sich um seinen kleinen Bruder. Seine Mutter ist verstorben und sein Vater ist sauer auf die ganze Welt. Und lässt das eben durchaus auch an seinen Söhnen aus. Sie führen zusammen einen Pub, da ist auch sein älterer Bruder mit involviert. Der lässt aber seinen kleineren Bruder, also Jack, durchaus das öftere Mal so ein bisschen hängen und auch sitzen. Und seine Freundin Vic, mit der er schon langjährig befreundet ist, die möchte ja ihn eigentlich so ein bisschen auf die Uni drängen und ihm sagen, dass das wichtig ist für die Zukunft, versteht aber natürlich auch, dass sich Jack einfach seiner Familie so ja im Grunde hingeben möchte und da unterstützen möchte, weil er da sonst eben einfach Angst um seinen kleinen Bruder hat und wie das eben auch so mit der Zukunft der Familie aussieht. Es waren sehr, sehr ernste Themen. Also von der Trauer über diese Überforderung, über diese Freundschaft, die zu einer Liebesgeschichte irgendwie wird, ja, wie der Vater reagiert hat und ja, dieses ganze Familiäre, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Auch gerade in Bezug dann auf die erste Geschichte dachte ich, ja, es ist halt was locker, leichtes, gemütliches. Es ist hier ein wahnsinnig ernstes Thema mit der Trauer um die Mutter und diese Familie. Und das wird irgendwie in nicht mal 100 Seiten zack abgearbeitet. Es war auch hier einfach nicht möglich, tiefgründig in die Geschichte einzutauchen. Das tut mir um dieses Thema eigentlich leid. Es ist ein flüssiger Schreibstil mit einer sehr ernsten Perspektive. Der Tiefgang, ja, das tat mir wahnsinnig leid, weil ich glaube, dass die Geschichte das einfach viel mehr verdient hätte. Ich glaube auch einfach, es liegt an der Kürze der Zeit. Das ist gar keine Frage. An manchen Stellen ist es tatsächlich sehr traurig gewesen und auch voller Trauer. Das hat mich so ein bisschen überfordert, weil man muss sich ja vorstellen, ich liege an einem glücklichen Ort in Ägypten und erwarte jetzt eigentlich so was cozy, gemütliches wie den ersten Teil und dann trifft mich das so mit voller Wucht. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich da selbst immer noch so ein bisschen in dieser Trauer drin stecke von meiner Mama. Und das habe ich nicht kommen sehen, das habe ich nicht erwartet. Und dass es so ernst wird, also dass mal irgendwo die Mutter, der Vater stirbt, die Oma, damit kann ich umgehen. Aber
diese intensive Trauer und dann auf diesen kurzen Seiten und ganz so prägnant und das fand ich irgendwie nicht so richtig passend. Es ist ein schon sehr leiser und auch wohliger Stil, den Kira Mohn hier gewählt hat. Aber für mich hat das Thema einfach nicht zu der Geschichte gepasst, nicht so, wie sie beschrieben wurde. Und das hat mir auch so ein bisschen den Hörspaß verdorben, sage ich mal. Ich wollte etwas Leichtes, Gemütliches und nicht so was Ernstes, was dann so ganz schnell abgearbeitet wurde. Auch hier einfach nur irgendwie okay. Ich habe dann mit der Reihe nicht weitergemacht. Ja, ich lag in Ägypten am Strand und habe mich auf Luxor vorbereiten wollen und habe die Prophetin von Luxor gelesen, von Susanne Frank. Über das Buch bin ich gestolpert, als ich eben nach Geschichten rund um Ägypten mich mal ein bisschen durchgeforstet habe und habe es dann bei Tauschticket auch ertauscht. Hatte so die Hoffnung, es könnte ein kleines Highlight werden, wurde es aber nicht. Ich habe es nach 300 Seiten abgebrochen und hätte noch knapp 250 gehabt, aber tatsächlich habe ich die Hälfte durchgehalten, weil ich immer wieder dachte, es muss doch irgendwas passieren, es muss doch irgendwie spannend werden. Und dann sind aber zwei sehr merkwürdige Unlogiken passiert, über die ich nicht hinwegschauen konnte. Und dann habe ich es abgebrochen. Ja, wir treffen auf Chloe. Sie ist eine Künstlerin aus Dallas, die jetzt ihren Urlaub bei ihrer Schwester in Ägypten verbringt. Sie unterstützt hier Ausgrabungen, ist hier tatkräftig unterwegs und bekommt jetzt eben auch den Besuch von ihrer Schwester. Sie besucht dann, Chloe besucht dann den Tempel von Karnak, in dem ich dann auch ein paar Tage später war und geht in einen etwas verboteneren Nebenraum, der eben nicht so gekennzeichnet ist für Besucher, und dort ergreift sie dann eine Art Wirbel und sie wacht dann wieder auf und merkt relativ schnell, dass sie ins Jahr 1452 vor Christus zurückgebracht wurde. Dort angekommen ist sie aber nicht in ihrem Körper und auch nicht in ihren Kleidern, sondern sie ist in den Körper einer Prophetin hineingekommen, Ra-Em, die eben auch der Pharaonin Hatschepsut dient. Und aus dieser Geschichte heraus erfahren wir dann eben auch was rund um Hatschepsut, um die damalige Zeit rund um Luxor und Theben. Ja, dort erfährt sie dann eben auch ganz viel von Intrigen, Lügen und auch Konflikten zwischen der Hatschepsut und ihrem Neffen und auch der ja eigentlich der Sohn ihres Mannes dann auch ist, also auch ihr Stiefsohn ist, Thutmosis den Dritten. Wer sich da in der Geschichte um Ägypten so ein bisschen auskennt, weiß um diese Konflikte hier. Und unter anderem trifft sie dann eben auch auf Schefto, das ist ein junger Arzt, und zusammen mit ihm beobachtet sie so ein bisschen die Veränderungen in der damaligen Zeit. Die haben auch so eine gewisse Verbindung zueinander, die aber eigentlich gar nicht sein darf, denn sie ist eben eine Prophetin und sie dient der Hatschepsut. Und als es dann eben zu diesen Intrigen kommt und meiner Meinung nach auch zu falschen Entscheidungen, die Chloe trifft, nimmt so ein bisschen das Drama seinen Lauf. Und dann fand ich schon, dass es historisch wirklich gut recherchiert ist. Also gerade historisch kenne ich mich durchaus auch ein bisschen, das möchte man gar nicht so sagen, aus. Gerade um Hatschepsut, ihrem Tempel, diese ganzen Verflechtungen, das fand ich super spannend und habe mir schon immer gedacht, eigentlich ist das auch irgendwie was, was man durchaus mal aufarbeiten könnte in einem so historischen, fiktiven Spannungsthriller. Deswegen habe ich mich hier eigentlich so drauf gefreut, dass wir auch an den Hof der Hatschepsut gegangen sind. Also ich fand schon, dass diese Geschichten, die es drumherum gibt, diese Gerüchte, dass sie das ganz gut aufgegriffen hat, Susanne Frank. Ich habe auch am Ende gibt es so einen Epilog und nochmal so ein paar Informationen, die habe ich auch durchgelesen. Sie hat eine sehr eigene Interpretation geschaffen, die ich aber wirklich gut fand. Allerdings gibt es hier wahnsinnig viele Zufälle, die einfach gar keinen Sinn machen. Der Stil war sehr einfach, sprachlich war mir die Vergangenheit auch fast zu modern und viel zu kitschig. Also ich glaube nicht, dass man 1400 irgendwas vor Christus diese Worte gewählt hat, dass man das so miteinander umgegangen ist, auch geschlechterübergreifend. Also das, die Dialoge waren sehr häufig sehr, sehr, sehr oberflächlich. Das fand ich tatsächlich sehr anstrengend. Und auch Probleme, die gerade noch eins waren, waren 5 Seiten weiter gar keins mehr. Gerade ist man gefühlt noch an den Verletzungen gestorben. Und dann ist man schon irgendwie von A nach B geritten. Und es war tatsächlich... Ja, und Probleme wurden auch viel zu schnell gelöst. Ich glaube einfach nicht, dass das in dieser Zeit so gewesen ist. Natürlich wollte man irgendwie die Spannungskurve halten, aber die war für mich überhaupt nicht gegeben. Es gab zudem wirklich spicy Szenen, die ich irgendwie im Jahr 1400 irgendwas vor Christus nicht erwartet habe. Und das ganze Rumgemache, was es da gab, ich fand das einfach nur merkwürdig und unangebracht. Und es hat's, also ich fand das total schräg. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Zudem gibt es dann eben ein, zwei Dinge, unter anderem, dass ein weiterer Zeitreisender irgendwie auftaucht,
was für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Vor allem, weil der lange Zeit miterlebt, wie Chloe sich verändert in ihrer Rolle als Prophetin und der nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen ist, oh, der könnte es ja so gehen wie mir. Also fand ich schwierig und auch die Logiklöcher haben mich irgendwann einfach nur noch zum Augenrollen gebracht, sodass ich es dann einfach abgebrochen habe. Ich habe hinten eben dann einfach den Epilog oder was das war und auch die Erklärungen nochmal gelesen, das Nachwort der Autorin und ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt noch ein Fortsetzungsband, aber ja, kommt für mich überhaupt nicht irgendwie in Frage. Also es ja, war schon vieles, wo ich einfach nur Augen gerollt habe und dachte, naja, schön, dass du die Geschichte irgendwie in Luxor und rund um Hatschepsut spielen lässt, aber ja, mehr war es gefühlt dann tatsächlich auch nicht, was irgendwie in diese ägyptische Welt dann gepasst hätte und mich dann auch irgendwie überzeugt hätte. Dann ging es weiter, ich war auf hoher See und wollte eine Piratengeschichte lesen. Ein Buch, das ich schon länger tatsächlich auch auf der Wunschliste hatte, The Curse of Time and Taste von Anne Herzl. Und dann habe ich es mir bei Rebuy kurz vor dem Urlaub geholt, weil ich dachte, ach, so eine Piratengeschichte passt ganz gut, wenn ich Urlaub am Meer mache. Zudem erscheint jetzt, glaube ich, auch der zweite Teil ist schon erschienen, ich glaube im Mai oder Juni diesen Jahres. Und ich dachte, ja, dann fängst du jetzt mal an, wenn es dir gefällt, dann geht es demnächst mit Band 2 weiter. Vorweg zu sagen ist, dass der Autorin es sehr wichtig ist, zusammen mit ihrer Frau die queeren Personen in ihren Geschichten sichtbar zu machen oder durch ihre Geschichten sichtbar zu machen und dass sie eben auch in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Das war mir vorher gar nicht so bekannt, bewusst. Es steht hier hinten tatsächlich auch, dass es um die Farben des Regenbogens geht. Habe ich so irgendwie zur Kenntnis genommen, ist aber für mich weder ein Kaufgrund noch ein Nicht-Kaufgrund. Also ich bin da sehr neutral dem gegenüber und bin einfach gespannt, was jemand aus dieser Geschichte mit den ganz unterschiedlichen Charakteren und Menschen und Arten sozusagen macht und war hier sehr gespannt und neugierig. Ja, wir lernen Vanelle kennen, die Tochter des bekannten Piratenjägers, die ihre Ausbildung gerade beendet hat und bei Feierlichkeiten kommt es aber dann zu einem Überfall von Piraten und ja, so landet sie dann bei denen auf dem Schiff, eigentlich um so ein bisschen sich in die Flucht zu begeben, wird dann aber dort auch erstmal die Kapitänin Rivay vorgestellt und ja, sie nimmt sie jetzt widerwillig erstmal in die Crew auf, denn sie versteht die Probleme, die Vanelle mit ihrem Vater hat, auch in Bezug auf den Bruder, der eben irgendwie übrig ist, der eigentlich gar keine Ahnung von Kampf und der Piraterie hat, aber eben weil er der Sohn ist, so nach vorne gepusht wird, während sie eben wirklich eine ganz tolle Jägerin ist oder Piratenjägerin und wirklich auch in allen möglichen Kampfsituationen überzeugt, aber dass ihr Vater nicht so richtig sehen möchte. Ja, so landet sie bei der Crew, die wirklich sehr bunt gemischt an Charakteren ist. Und ja, sie beginnt jetzt eben dort dann auch bei den Aufgaben mitzumachen und ja, kommt eben auch der ganzen Crew so ein bisschen näher und langsam baut sich dann eben auch das Vertrauen auf und dann erfahren wir so ein bisschen, was es mit den göttlichen Artefakten zu tun hat. Ich finde es eine wahnsinnig mutige Idee mit wirklich vielen liebenswerten Charakteren, die geschaffen wurden. Sprachlich fand ich es okay. Es hätte für mich eine Spur runder, ausgereifter sein können, gerade weil es ja auch ein Verlagsbuch ist. Und ich habe allerdings so ein bisschen mein Problem, wie ja, wir so diese Piratenwelt übernommen, gezeigt bekommen haben. Also das ja, war in mancher Situation schon so ein bisschen merkwürdig für mich. Obwohl ich Piraten in der heutigen Zeit, so wie sie gezeigt wurden, gar nicht schlecht fand. Aber auch hier kommt so ein bisschen mein historisches Wissen dagegen, dass ich da eben nicht einfach so locker über solche Dinge drüber lese, die halt faktisch einfach so in der Historie waren. Der Schreibstil, ich fand ihn modern, er war nicht immer passend für die Vorstellung, die ich eben habe, wo Piraten eine Rolle gespielt haben. Also auch hier so dieser zeitliche Kontext, wo ich eben einfach denke, so wurde nicht gesprochen. Aber ich habe es versucht, locker zu nehmen und das machen die Charaktere in dem Buch auch. Manches wird hier viel zu schnell abgearbeitet und das ist tatsächlich das richtige Wort. Es sind Dinge uns erzählt worden, mitgegeben worden. Dann kaum hat man darüber nachgedacht, war es schon gar nicht mehr wichtig. Das Problem wurde gelöst. Ich hätte so ein bisschen mehr erwartet, also dass es ein bisschen mehr Hintergrundinfos gibt, dass mir uns mehr erzählt oder auch gezeigt wird. Denn vieles hier wird uns nur erzählt, obwohl wir auch hätten dabei sein können. Es wird auch immer mal wieder etwas besprochen, was dann aber auch gar keine Rolle mehr spielt. Da war irgendwie so ein bisschen, ja, der rote Faden hat hier ein bisschen gefehlt. Spannung, fand ich, war ganz gut vertreten, mal mehr, mal weniger. Vielleicht hätte ich mir da auch eine Spur mehr Spannung erwartet, aber
Ja, es ist halt ein Auftakt einer Reihe und ich finde, der muss schon mehr als überzeugen, damit man in der Geschichte eben auch dranbleibt. Aber ich fand die Idee gut, ich mochte das mit den Artefakten richtig gut, ich mochte dieses ganze Gruppendynamik, die hier aufgekommen ist und ich fand auch toll, dass wir eben so auf dem Schiff dabei waren, das Schiff gut kennengelernt haben. Auch die Orte, zu denen wir gehen, fand ich richtig gut gemacht, dass uns das näher gebracht wurde, für was dieser Ort steht, was wir dort antreffen und was wir dann auch tatsächlich dort angetroffen haben, fand ich richtig schön. Die Charaktere, und das ist wirklich der große Pluspunkt in dieser Geschichte, die sind sehr liebevoll gezeichnet. Sie funktionieren in der Gruppendynamik gut, aber auch wenn sie eben so in kleineren Zweierteams unterwegs sind. Ich mochte es, dass wir verschiedene Perspektiven haben, die auch so ein bisschen mehr Spannung in die Geschichte hineinbringen und uns auch so diesen Gesamtblick einfach zeigen. Sprachlich nehmen sich die Perspektiven aber leider gar nicht. Das heißt, jeder klingt gleich und das finde ich immer wieder schwierig. Und das wisst ihr, das ist immer ein Thema, wo ich einfach weiß, es geht anders, es aber leider sehr selten wirklich umgesetzt wird. Mein Problem, was ich so ein bisschen mit der Geschichte hatte, ist, dass es mich an viele andere Geschichten erinnert hat. Also angefangen von Fluch der Karibik, über Prince of Persia und ähnliche Geschichten, wo ich so dachte, ach, ein bisschen mehr Innovation hätte ich tatsächlich ganz gut gefunden. Sehr schön fand ich, dass wir hier auch jemanden haben, der die Gebärdensprache anwendet und uns da auch ein bisschen mit reinnimmt und einfühlt. Und das fand ich richtig schön. So wurde das ganze Spektrum an dem Regenbogen Plus sozusagen einfach dargestellt und das fand ich richtig, richtig schön. Die Artefakte habe ich schon kurz angesprochen, die waren mir fast ein bisschen zu wenig im Vordergrund. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Hintergrundwissen tatsächlich gewünscht, vor allem weil sie in dieser Welt eben eine ganz besondere Rolle spielen. Aber das macht es dann eben einfach zum Teil weg, wie gern ich so die Charaktere tatsächlich hatte. Also ich mochte die Charaktere wirklich sehr gerne. Ich mochte das, die bunte Mischung und dass es eben ganz alltäglich war und ja keiner so besonders positiv oder negativ behandelt wurde, sondern es ein wunderschönes Miteinander war, so wie es eigentlich sein sollte. Ich weiß natürlich, dass es nicht so ist und finde solche Geschichten natürlich wichtig, dass sich jeder gesehen fühlt und auch ein Charakter wie sich selbst sozusagen wiederfindet. Aber jetzt mit dieser Brille sozusagen abnehmend, finde ich es einfach schön, dass es einfach so ein tolles Miteinander war. Also das hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Ganz egal, ob es jetzt die Kinder des Regenbogens Plus irgendwie sind, sondern einfach, dass es Menschen sind, die eben so miteinander umgehen. Und so sollten wir, glaube ich, alle mal so eine Spur über uns alle nachdenken und so ein bisschen mehr Liebe auf der Welt wäre gerade wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also ja, hat mir okay gefallen. Ich werde den zweiten Band nicht weiterlesen. Das Buch wird auch bei mir nicht bleiben. Aber ich glaube, für alle, die gerne queere Regenbogengeschichten lesen, die finden da bestimmt auch mal was ganz anderes, mal etwas Neueres. Weil ich glaube, mit dieser Piratendynamik hat man in letzter Zeit tatsächlich gar nicht so viel irgendwie gefunden. Es geht mit zwei Hörbüchern weiter, nämlich The Way You See Me von Lisa-Sophie Laurent. Ich mag Lisa als, oder Laurent, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ja, ich mag Lisa als YouTuberin ganz gerne, war auch damals beim Entstehungsprozess, wo sie in den Videos im Grunde schon ein bisschen gezeigt hat, was es in dem Buch geht, wie sie dazu gekommen ist, wie da ihr Experiment war, auch ein bisschen mit dabei. War daher sehr, sehr neugierig. Ich packe ihren YouTube-Kanal auch mal unten in die Infobox, also schaut da gerne rein. Und ich war hier auch wirklich sehr happy, als ich das Rezensionsexemplar erhalten habe und finde auch tatsächlich das Cover sehr, sehr, sehr gelungen. Das möchte ich hier tatsächlich sagen, weil ich ja nicht immer so auf die Cover eingehe, aber das gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. Ja, wir treffen auf Mila, die bei einem Umweltschutzorganisationstreffen den Aktivisten Oskar kennenlernt. Dieser erinnert Mila aber doch sehr an ihren Ex-Freund, der sie sehr zerstört und auch gebrochen hat und auch sehr in einem nicht sehr guten physischen und psychischen Zustand zurückgelassen hat. Ja, sie hat so ein bisschen Vertrauensprobleme, nicht nur in neue Männerbekanntschaften, sondern grundsätzlich so in die Menschheit und merkt aber dennoch, dass Oskar ihr nicht so richtig aus dem Kopf gehen möchte. Auch treffen sie sich immer mal wieder und da erfahren wir dann eben auch, dass Oskar durchaus mit Dingen aus seiner Vergangenheit kämpft und da so den ein oder anderen Dämon in seinem Kopf hat. Beide versuchen so ein bisschen einen gemeinsamen Neustart und hier ist jetzt eben so ein bisschen die Frage, ob sie das beide schaffen, ob sie es wagen oder ob sich beide gar verlieren, nicht nur miteinander, sondern auch jeweils sich selbst. Ich fand es sehr schwierig, diese Geschichte zu beurteilen, denn es war für mich auch leider nicht mehr als so eine nette, okay Geschichte,
die sprachlich ganz schön geschrieben war, auch modern war, die für mich aber einfach viel zu viele Themen hatte, die einfach nicht tief genug behandelt wurden. Also ich finde es so, so schade, dass man wichtige Themen immer versucht, mit noch anderen wichtigen Themen abzuarbeiten, als wollte man sagen, ja, ich sehe alle Probleme auf dieser Welt und ich muss sie alle jetzt besprechen, weil sonst sagt mir jemand, ich habe was vergessen. Wir haben Umweltschutz, wir haben toxische Beziehungen, wir haben Diskriminierung, wir haben mentale Gesundheit und auch Queerness hat eine Rolle. Und ich muss sagen, diese ganzen Themen haben miteinander irgendwie einen Rahmen bekommen, der war aber nicht wirklich gut. Denn er hat einfach nicht die Tiefe der Geschichte, der Themen wiedergeben können. Die Tiefe war einfach überhaupt nicht möglich. Dazu war das Buch auch für meines Erachtens viel zu kurz, mit ein bisschen was über 300 Seiten. Und Emotionen konnten hier gar nicht entstehen, konnten nicht aufgebaut werden. Es konnte mich nicht mitreißen, es konnte mich nicht emotional packen. Es ist nicht mal irgendwie ein Tränchen geflossen oder ansatzweise, dass ich sage, ich muss über irgendetwas nachdenken. Und das finde ich wahnsinnig schade. Also ich glaube, hätte man sich auf ein, zwei Themen fokussiert, wäre das viel, viel besser gewesen. Aber alle Themen, die Lisa irgendwie wichtig sind als Mensch, wollte sie als Autorin auch in ihr Buch bringen. Und ja, wir Menschen bestehen aus mehr als ein, zwei wichtigen Themen, aber das kann ich eben nicht in 320, 350 Seiten packen, sondern mein Leben ist ja, wenn es gut läuft, 80, 90 Jahre. Ne? Also, und auch da bin ich ja nicht jeden Tag die, die sich um alle Themen auf einmal kümmert. Das fand ich wirklich schade und ich hoffe, dass das kein Trend wird, dass zu viele und auch ernste Themen nur diese Kürze der Zeit bekommen, beziehungsweise wir uns eben denken, wir müssen immer alles in einem Buch oder in einer Geschichte oder auch in einem Video meinetwegen, ne, als Creator irgendwie packen. Fand ich tatsächlich schade. Sonst fand ich den Schreibstil aber sehr flüssig und sehr einfach. Ich hätte mir ein bisschen mehr Raffinesse gewünscht. Aber gut, es ist halt das, ich glaube auch das erste Romanbuch der erste Roman, den Lisa geschrieben hat, von daher sei ihr das verziehen, aber vielleicht hätte hier das Lektorat oder das Korrektorat auch noch so ein bisschen was reinbringen können. Natürlich ist mir bewusst, dass wir hier ein Influencer-Buch haben, wo ich ja auch so ein bisschen skeptisch immer mal bin, aber ich bin hier nicht enttäuscht worden. Es war eine schöne Geschichte. Ich fand den Stil wirklich gut. Die Dialoge wirkten manchmal nicht ganz so echt, sondern wirklich geschrieben, was ich ein bisschen schade fand, weil ich finde, Lisa macht das vor der Kamera richtig gut und kann hier mit Wörtern wirklich toll umgehen. Es gab aber sehr humorvolle Stellen tatsächlich, die ich richtig gut fand. Die haben meinen Humornerv sozusagen getroffen. Die fand ich auch sehr passend. Der Rest ist so tatsächlich, was auch die emotionalen Sachen angeht, sehr nüchtern geschrieben, obwohl ich schon den Eindruck hatte, dass hier ein Funke eigentlich übersteigen müsste. Und ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ihr merkt das wahrscheinlich. Auch hier die Thematik, dass Probleme manchmal viel zu schnell dann doch gelöst wurden, über die tagelang nachgedacht wurde. Zack, war irgendwie eine Lösung da. Und auch die Charaktere waren manchmal so ein bisschen, ja. Es war okay, ich habe es gerne gehört. Ich glaube, beim Lesen hätte ich mir wieder ein bisschen schwerer getan. Also ich bin froh, dass ich das Hörbuch gewählt habe, damit ich dann auch sage, okay, ich habe es komplett gehört. Es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht hätte, ich müsste es irgendeiner Stelle abbrechen. So war es überhaupt nicht. Muss ich ganz klar sagen, es hat mir gut gefallen. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, würde es jetzt jedem uneingeschränkt weiterempfehlen oder also von daher, es war okay und ich glaube, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt und da ein Buch dazu lesen möchte, ist das auch ganz gut, aber es hat doch ein bisschen Lisa, wie ich sie aus den YouTube-Videos wahrnehme, kenne, ist zu viel gesagt, aber wahrnehme, so ein bisschen gefehlt, aber ja, ich glaube, man kann diese ernsten Themen auch in dieser Art Buch vielleicht gar nicht so verarbeiten, reinbringen, dann wäre es eben auch ein anderes Genre, na, aber ja. Dann kam endlich ein Highlight. Ganz überraschend hat es mich im Urlaub überfallen und zwar von Lucy Clark, The Castaways. Musste ich gerade mal in meiner Liste gucken. The Castaways. Ja, das Buch wurde vom Verlag jetzt nochmals mit anderem Cover und anderem Titel herausgebracht. Es ist bereits letztes Jahr erschienen und war von Buchling Janine im letzten Jahr auch ein Highlight. So bin ich jetzt über dieses neue Cover sozusagen auch gestoßen und auch eine liebe Freundin von mir hat geschwärmt. Und die hat eben auch gesagt, Steffi, lies es am Strand. Es ist die perfekte Kulisse. Lies das. Der Flugzeugabsturz hat nicht viel in der Geschichte zu tun. Musst du dir keine Gedanken machen. Aber
lese es. Es wird tatsächlich das Buch auch oftmals als Thriller bezeichnet. Dem würde ich gerne vorneweg schon sagen, nein, es ist für mich überhaupt kein Thriller. Es ist schon eher ein Roman und dann eben eher ein Spannungsroman als ein Thriller. Für mich gehört zu einem Thriller definitiv ein bisschen mehr. Und ja, da würde sich über die Abgrenzung jetzt wahrscheinlich auch streiten lassen. Aber ja, auf dem Roman, auf dem Cover selbst steht eben auch Roman und von daher würde ich es tatsächlich auch so sagen, wenn jemand sagt, es war für ihn ein Thriller, spricht es halt dafür, dass es sehr spannend war, aber ich finde, in Thriller machen schon nochmal andere Dinge aus. Es war ein Highlight. Ganz klar, muss ich sagen, total überraschend, hat es mich gefesselt und gepackt, lange schon keinen Thriller mehr gelesen. Und umso begeisterter war ich mal wieder, dass mich wirklich einer überzeugen konnte. Ja, wir treffen auf die Schwestern Laurie und Erin, die zusammen einen Urlaub machen wollen auf einer Insel nahe den Fidschis. Laurie hat eine sehr schwere Trennung hinter sich, ist bei ihrer Schwester untergetaucht. Die beiden sind sehr, sehr eng, seit sie einst ihre Eltern verloren haben und sind immer füreinander da. Sie buchen zusammen eine Reise, gehen auch an den Start dieser Reise, doch an dem Abflugabend oder an dem Abend vor dem Abflug so rum, gibt es einen Streit zwischen den beiden Schwestern und am nächsten Tag taucht eben dann Erin nicht am Flughafen auf und Laurie fliegt alleine. Und bei diesem Flug passiert eben das, was der Titel ja im Grunde schon andeutet, dass es einen Flugzeugabsturz gibt auf einer wunderschönen Insel irgendwo in den Fidschis, würde man jetzt mal annehmen. Und es gibt auch noch ein paar wenige andere Überlebende. Wir haben hier also eine kleine Gruppe an Menschen, die auf dieser Insel dann auch gestrandet ist. Und wir haben Erin, die sich natürlich wahnsinnige Vorwürfe macht, dass sie nicht mit ihrer Schwester geflogen ist und jetzt eben auch nach ihrer Schwester und diesem Flugzeug sucht, was eben über Jahre dann auch verschollen ist. Wir haben hier also zwei Perspektiven. Zum einen Laurie auf der Insel und Erin, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, was dann eben vor einem Jahr war oder zwei. Ich weiß, bin jetzt gar nicht mehr sicher, waren es zwei Jahre, ein Jahr? Ist auch nicht ganz so wichtig. Und das sind Perspektiven, die ich sehr spannend fand. Also ich mochte, wie diese Perspektiven gewählt wurden, in welcher Reihenfolge sie erzählt wurden. Und ich fand dieses Buch wirklich clever gemacht. Es ist spannende Idee, es ist atmosphärisch erzählt, die Charaktere und auch die Sprache sind absolut überzeugend und ich habe es wirklich an zwei Tagen hintereinander weggelesen. Es war für mich ein totaler Page-Turner, der mich sogar eben abends dann noch im Bett sozusagen beschäftigt hat und ich dachte, oh, da musst du morgen, also da musst du weiterlesen, du musst unbedingt wissen, was hier passiert. Ja, wir haben eben diese zwei verschiedenen Zeitebenen, die ich gut gewählt fand, also von Erin, von heute und eben damals, was sie alles in Bewegung gesetzt hat, um das Flugzeug zu finden, ihre Schwester zu finden, wie es ihr jetzt geht, was jetzt so ihre Probleme sind. Und dann haben wir eben Laurie, die eben uns nur die Zeit erzählen kann, was auf der Insel passiert ist. Ich fand den Perspektivwechsel sehr, sehr gelungen. Auch die zeitlichen Unterschiede waren immer gut dargestellt. Also es gab irgendwie gar keine Verwirrung. Es war wirklich sprachlich auch gut gemacht. Man konnte immer gut folgen. Ist man Erin oder ist man Laurie? Und das ist eben was, sie haben sich sprachlich nicht sehr abgehoben. Aber man hat eben schon einen Unterschied in der Sprache gemerkt. Und das fand ich wieder richtig, richtig gut. Es war eine wahnsinnig große Sogwirkung. Das muss ich wirklich sagen. Es war spannend gemacht, es war packend. Wir hatten hier wirklich einen Page-Turner. Wir hatten Überraschungen, die ich nicht habe kommen sehen. Es sind clevere Wendungen, die ich großartig gemacht fand. Und es war auch emotional sehr glaubwürdig, sowohl was die Schwester, die übrig geblieben ist, also die zu Hause geblieben ist, als eben auch was auf der Insel passiert. Es gibt ja immer so einen Punkt, wenn Menschen irgendwie ja im Grunde ausgesetzt werden, wenn sie auf einer Insel stranden, keine Ahnung. Ich bin immer fasziniert, dass das Erste, an was die Menschen gefühlt, was die Menschen gefühlt denken, irgendwie immer was Prickelndes ist. Wo ich denke, also irgendwie hat man doch andere Probleme. Ich bin hier abgestürzt, das Flugzeug ist irgendwie da, ich hatte ein paar Leichen, die verschafft werden mussten und ich fall doch da nicht dem Erstbesten um den Hals. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wurde hier zwar auch so gemacht, aber tatsächlich so ein bisschen glaubwürdiger. Und das, glaube ich, hat hier diese Feinheiten, die immer mal wieder vielleicht sonst in dem Buch bei mir so zu Augenrollen gebracht hätten, das war hier wirklich sehr, sehr gelungen. Das Ende gefiel mir tatsächlich auch richtig, richtig gut. Ich habe in den Rezensionen mitbekommen, dass das manche nicht so gelungen fanden. Für mich ist es perfekt. Es ist nicht so, wie man es erwarten würde. Es ist realistisch, es ist echt, es fühlt sich authentisch an und es ist einfach perfekt. Und ich mochte diesen Thriller wirklich wahnsinnig gerne. Ich fand ihn wirklich spannend, packend, mitreißend und ich bin sehr gespannt. Es kommt jetzt demnächst wieder ein neues Buch von Lucy Clark und
Da glaube ich, werde ich auf jeden Fall auch mal reinlesen, beziehungsweise vielleicht auf die ersten Rezensionen warten. Und ja, da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr neugierig. Und das war im Übrigen kein Hörbuch, sondern ein E-Book, glaube ich. Ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen. Genau. Das nächste wiederum, ja, ist das dann schon das letzte aus dem Urlaub? Nein, ich glaube, da kommen noch eineinhalb. Ja, naja, ist nicht so schlimm. Also wir sind beim 7. Buch im Monat angekommen. Das Glück ist mit den Realisten von Oliver Borgman. Auch hier... Ich hatte endlich mal wieder ein Händchen, direkt das nächste Highlight. Und da dachte ich dann im Urlaub schon, oh, so kann es den ganzen Oktober weitergehen. Ja, ganz so wurde es nicht. Und man merkt, ich bin immer noch im Urlaub und wir sprechen schon über das 7. beendete Buch, beziehungsweise war ja ein Abbruch dabei. Es gab dann auch noch das 8. Buch. Das habe ich dann, glaube ich, auf der Heimreise beendet. Also ich habe 8 Bücher in dieser Woche gelesen, was natürlich auch mit der Flugzeit und so weiter zu tun hatte. Und auch, dass wir ja einen Ausflug gemacht haben, wo wir 10 Stunden im Grunde im Bus saßen. Ja, aber wir sind bei 7. Buch. Wir liegen immer noch am Strand und hören nun von Oliver Borgman, Das Glück ist mit den Realisten. Und das ist ja der Autor, der 4000 Wochen auch geschrieben hat. Was ich ja erst vor 2-3 Monaten gelesen habe und was ja, nein, auch gehört habe und was dann ja auch ein Hörgenuss war. Und umso neugieriger war ich auf sein neues Buch. Gesprochen wird es von Stefan Lehnen, der auch schon das andere Buch von ihm gesprochen hat und finde ich auch absolut in Ordnung. Was ich tatsächlich ganz spannend fand, war an diesem Übertitel, beziehungsweise was ich an dem Buch da noch so spannend fand, war der Untertitel so rum, warum positives Denken überbewertet ist. Und ich bin ja per se tatsächlich ein Optimist und wirklich jemand, der viel positiv denkt und auch sich sagt, mit positivem Denken erreicht man, schafft man Dinge einfach viel einfacher, viel anders. Und Oliver Borgman geht aber her und sagt, ja, wir erhalten eigentlich auch durch andere Wege das Glück. Denn alle Glücksratgeber scheinen ja uns nicht wirklich glücklich zu machen. Also es scheint etwas mit diesen extrem positiven, vom Glück heimgesuchten Menschen oder den Menschen, die Glück suchen, irgendwas nicht so ganz zu stimmen. Und da habe ich mich einen kleinen Moment schon angegriffen gefühlt, aber das Buch erklärt es wirklich großartigst und danach ist man eben einfach lieber Realist als glückssuchender Optimist, sagen wir mal so. Ja, das Buch ist tatsächlich eher als Gegenmittel zu verstehen zu den allgegenwärtigen Glückskultur und auch zu diesem Ganzen, wir müssen positiv denken und positiv sein und überhaupt alles ist positiv. Es gibt hier viele praktische Beispiele, das uns zeigt, dass das ständige Bemühen Richtung glücklich sein und glücklich werden hinterfragt. Das fand ich richtig gut gemacht. Es wird auch wunderbar dargestellt, dass wir uns nur mit viel Schein glücklich und zufrieden fühlen. Und das ist eben sehr trügerisch, gerade was auch die Sicherheit in unserem Leben angeht, dass das eben gar nicht oft so sicher ist und wir uns da oft auch einfach so ein bisschen... ja, selbst eigentlich betrügen. Wir jagen manchmal eher dem Streben nach als dem wirklichen Glück. Also wir versuchen immer wieder dem Glück nachzujagen, aber nicht des Glücks wegen, sondern des Strebens wegen. Und wissen im Grunde ja gar nicht, was Glück für jeden Einzelnen bedeutet, denn es bedeutet eben für jeden Einzelnen etwas anders. Ich habe mir hier ein bisschen was an Notizen gemacht, wo ich gerade noch so ein bisschen reinfinden möchte. Also wir haben zum einen das Glück und dann wird eben so schön gesagt, wenn man an Glück haben wollen denkt, dann will man auch immer Glück haben. Zum Beispiel wurde hier auch eingebracht, man soll nicht an Eisbären denken, dann macht man das natürlich. Und wenn man immer dran denkt, man möchte Glück haben, hat man ja kein Glück, weil man es ja haben möchte. Also es kommt ganz viel aufs Denken an. Das Selbstwertgefühl muss nicht immer in unseren Gedanken sein und dementsprechend müssen wir auch nicht immer darüber nachdenken. Auch hält Borgman nicht sehr viel von positiven Glaubenssätzen, da man dann immer vom Besten ausgeht, aber es manchmal auch gar nicht so schlecht ist, wenn man so ein bisschen eine ruhigere Gleichgültigkeit in sein Leben lässt, wenn es eben auch gerade um Dinge geht, die außerhalb der eigenen Kontrolle sind, dass man dann nicht eben immer sagt, es muss das Beste, das Tollste, das Schönste sein, sondern man muss manchmal auch lernen, so mit einem drunter zu leben und das eben auch als gut anzusehen. Und dass man da manchmal ein bisschen gleichgültiger dem gegenüber sein sollte, dass man eben nicht immer alles auch in der Kontrolle hat, was irgendwie schief gehen könnte. Und Glück liegt eben in der Regel außerhalb von uns und man sollte ihm nicht immer hinterherjagen. Denn das führt dann auch zum Beispiel zu
unrealistischen Zielen und auch der Zielerreichung, die hier in dem Buch auch unter die Lupe genommen wurde, zum Beispiel an der Mount Everest Besteigung, die ihre ganze Identität, ihr ganzes Leben, ihren ganzen Fokus auf diese Besteigung, auf dieses Erreichen des Zieles setzen und alle Ressourcen dafür, für diese Verfolgung des Zieles einsetzen. Und das ist eben im normalen Leben überhaupt nicht gegeben. Und das ist auch überhaupt nicht gut und richtig und gesund, was diese Menschen tun. Zudem gibt es dann auch die falschen Sicherheiten, die uns eigentlich Angst nehmen und zur Sicherheit beitragen sollen. Und zum Beispiel auch Versicherungen hat er angesprochen, fand ich super spannend. Und ich musste auch sehr schmunzeln, da ich ja im Urlaub war, wie es um die Regeln für die Flüge geht, gerade nach den Terrorangriffen vom 11. September. Egal, ob es die Flüssigkeiten sind oder die Pinzetten, dass Sicherheit eben einfach eine Illusion ist und manchmal sollte man wie ein Frosch sein, das fand ich so schön, der die Sonne auf einem Blatt genießt, bis ihm langweilig ist und sich dann weiter bewegt. Fand ich toll. Und dann geht es auch nochmal ein bisschen um Leben und Tod. Der große Schrecken ist dann eben das Ende, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, denn wir wissen ja, dass dieser Schrecken uns allen widerfährt und dass wir uns damit viel mehr auseinandersetzen müssten und auch, dass Liebe eben ein Konstrukt ist und uns nicht immer glücklich macht. Also ja, sehr, sehr viele Punkte, sehr viele Themen und für mich wirklich wahnsinnig unterhaltsam, gegen das zu lesen, was Borgman gegen diese falsche Positivität hat, mit viel britischem Humor, den ich absolut geliebt habe, ohne dass es zu zynisch wurde und er ist sehr treffend auf den Punkt und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich saß ganz viel am Strand, habe gehört und habe nur genickt. Also ich war so viel dabei, ich habe das so nachvollziehen können und das als geborener Optimist. Es war sachlich, es war nicht zu trocken, es gibt sehr viele lockere Beispiele, er macht das mit ganz viel Charme, wenn er uns so ein bisschen diesen Glückszwang nimmt und das Ganze auch auseinandernimmt. Er nimmt auch sehr viele Reden und Vorträge dazu, die er sich selbst angehört hat und was im Grunde immer irgendwie das Gleiche ist, sagt er. Also alle Manager haben im Grunde die gleichen Sachbücher und Ratgeber gelesen. Es geht auch um falsche Versprechungen, um falsche Sicherheiten und was man eben alles eigentlich überhaupt nicht braucht im Leben. Er hat wahnsinnig viele Beispiele drin, auch ganz viele Quellen, die hinten nach dann auch noch besprochen werden, auf die man zugreifen könnte. Und er erzählt uns eben ganz viel auch zu diesen Glücksratgebern und auch diese ganze Sammlung von philosophischen Gedankenspielen. Ich fand das richtig toll. Ich mag Ironie, ich mag diesen britischen Humor. Ich finde, er hat das ganz trocken und toll rübergebracht. Man muss es mögen, das definitiv, aber ich hatte großen Spaß dabei, so mich selbst auch ein bisschen auseinanderzunehmen und eben auch immer mal mich selbst zu hinterfragen. Es gibt alternative Wege und auch ganz andere Blickwinkel und tolle Impulse, die ich wirklich mitgenommen habe, die ich mir jetzt auf meinem Schmierzettel sozusagen auch niedergeschrieben habe. Und man sollte sich immer vor Augen halten, es geht immer schlimmer. Und dass man manchmal auch einfach das zu schätzen wissen sollte, was eben jetzt ist, auch wenn es nicht der perfekte Moment, der perfekte Zeitpunkt ist. Und das fand ich richtig gut. Wirklich viel zum Nachdenken, anregende Impulse und auch wirklich einfach mal so den Blickwinkel ändern. Und das tat mir als geborener Optimist tatsächlich ganz gut, hier einfach mal so ein bisschen in die andere Sicht der Dinge sozusagen zu gehen. Und jetzt werde ich erstmal einen Schluck Tee trinken. Ein paar Augenblicke später, Stimme ist wieder geölt, geht es weiter mit dem 8. Buch, was ich dann auf dem Flug nach Hause beendet habe. Und zwar Namiko und das Flüstern von Andreas Seche habe ich bei der lieben Lisa entdeckt. Ich packe ihren Kanal unten in die Infobox und habe hier bei Tauschticket oder Rebuy, ich weiß gar nicht mehr, diese schöne gebundene Ausgabe ergattert. Ja, wir treffen hier auf einen deutschen Reporter, der für einen Artikel zu den besonderen Gärten nach Japan. Dort trifft er in Kyoto dann 2-3 Mal auf die geheimnisvolle Namiko und die spricht ihn auch direkt an und er ist, also auch in Bezug auf die Gärten, und er ist fortan doch sehr fasziniert von ihr, von ihrer Art, diese Gärten zu sehen, den Blick auf die Welt.
Und ja, sie bringt ihn dann eben auch in die unterschiedlichsten Gärten und erklärt ihm und uns sozusagen diese Gartenfaszination in Japan und eben auch diesen ganzen Aufbau in den Gärten, die Geschichten dahinter, wie die Entwicklung war, was ich super interessant fand. Zudem zeigt sie ihm dann eben auch andere schöne Dinge aus Japan, die er mit bewundernden Blicken ja, und auch mit den Gedanken wirklich aufsaugt und so dann auch seine Lust am Leben wieder erwacht und auch erwächst. Doch ja, irgendwann steht eigentlich die Heimreise wieder an und er muss hier eine schwere Entscheidung treffen, wie er jetzt sozusagen mit seinem Leben weiter umgehen möchte. Es ist eine sehr poetisch geschriebene Geschichte mit wirklich vielen, vielen Lebensweisheiten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Es hat aber für mich manchmal doch auch für japanische Literatur sehr steif und gestelzt gewirkt. Und das war so ein Wort, was mir wirklich öfter durch den Kopf gegangen ist. Der Stil ist per se schon sehr poetisch. Er hat auch wirklich viele Dinge, die man so aus Japan, aus diesem Schriftbereich sozusagen kennt, was man hierin wiedererkennt. Es ist schon etwas, was einen hineinzieht, was einen mitnimmt. Diese Begeisterung für Gärten, diese Geschichte, diese Aufmachung fand ich richtig, richtig toll. Es war überraschend kitschig an mancher Stelle, das kenne ich tatsächlich aus der japanischen Literatur eher wenig, aber es gefiel mir tatsächlich richtig, richtig gut. Ich finde sehr faszinierend, wie der Autor es sehr oft schafft, wirklich die richtigen Worte zu finden für Dinge oder auch für wunderbare Situationen, wo man gar nicht weiß, wie man sie hätte beschrieben, bis der Autor das tut. Und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, sehr schön. Die Dialoge wirkten mir manchmal tatsächlich ein bisschen zu künstlich, zu unecht, zu unauthentisch. Ich frage mich wirklich, ob man so Gespräche führt, ob das vielleicht auch an der Kommunikation zwischen einem Deutschen und einer Japanerin lag. Wer weiß, ob das einfach über die Übersetzung, was die beiden dann irgendwie führen, vielleicht so ein bisschen gestelzt gewirkt hat. Das ist so mein Kritikpunkt an der sonst wirklich sehr, sehr schönen Geschichte. Auch bildhaft werden wir wirklich auf dieser Reise mitgenommen, was die Gärten angeht, was Japan angeht. Ich finde, dass es die richtige Portion an Beschreibungen gegeben hat, wie wir uns das vorstellen können. Und es wirkte nicht überladen, auch nicht zu wenig, sondern wirklich perfekt. Und es war einfach wunderschön, hier mitzureisen. Und ich fand es schön, dass es auch viele Erklärungen zu Japan selbst gab, zu der Lebensweise dort, zu den Schriftzeichen und auch der Kultur. Ich fand, man konnte hier richtig viel mitnehmen und lernen. Es gab tolle Informationen, die locker verpackt waren und wirklich wunderbarst auch einfach uns erzählt werden, ohne dass es irgendwie zu lehrhaft wirkt. Und ja, ich für meinen Teil kann sagen, ich bin wirklich so ein bisschen verzaubert worden durch diese poetische und auch philosophische Geschichte, durch diesen wunderbaren Stil und konnte da wirklich sehr, sehr gut eintauchen. Also fast, also ich würde sagen, ein kleines Highlight, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich gucke gerade mal, wo ich so ein bisschen was an Markierungen gemacht habe. Aber was sind schon Pläne? Man macht sie und wenn man einfallslos genug ist, hält man sich dran. Tatsächlich sind Pläne eine groteske Angelegenheit. Wenn jemand sie schmiedet, scheint er erfinderisch, aber eigentlich zeugt er von mehr Ideenreichtum, sich nicht an sie zu halten. Ja, da ist tatsächlich was dran. Das finde ich auch heute noch gut. Nicht nur so im Flieger sitzen oder am Strand sitzend. Ich war geradezu verliebt in meine Bücher und je länger ich so weit von ihnen weg war, desto klarer wurde mir, dass sie eine ganz besondere Art von Materie darstellen. Irgendwo in Hamburg standen in Regalen aufgereiht eine Menge Träumereien, Lebensentwürfe, Dialoge, Intrigen, gescheiterte Fluchtversuche, Geständnisse, Predigten, Kochideen, intelligente Gedanken, traurige Erfahrungen, Lebenskarikaturen, spannende Reisen. Alte Meister wie Victor Hugo, Oscar Wilde oder Fjodor Dostojewski. Schon eine schöne Idee. Na, kann ich gut verstehen als Leser. Man vermisst doch manchmal so ein bisschen seine Bücher. Dinge konservieren Erinnerungen. Das fand ich tatsächlich auch richtig schön, auch wenn ich es heute nochmal höre. Und ich habe hier hinten noch was markiert. Ist ja immer schön, wenn man dann sich gar nicht mehr so erinnern kann, was man eigentlich so ein bisschen. Warten ist geflüstertes Sein. Oh, schön. Ja, die werde ich mir auf jeden Fall noch rausschreiben. Ja, eine Empfehlung hat mir richtig gut gefallen und ich danke Lisa auf jeden Fall auch nochmal für den Buchtipp. Dann geht es weiter mit dem Hörgenuss des Monats Oktobers. Ich packe euch das Video unten in die Infobox. Ich werde hier gar nicht so das Video in die Länge ziehen. Wenn euch meine Meinung zu Elias und Laia, die Herrschaft der Masken von Sabata hier interessiert, guckt wirklich gerne in den Hörgenuss. Da habe ich lange geschwärmt. Ich war wirklich sehr begeistert von diesem.
diesem Reread. Ich mochte es wirklich richtig, richtig gerne und ich möchte jetzt im November auf jeden Fall auch Teil 2 hören und mit der Reihe weitermachen, sodass ich auch irgendwann mal die Reihe beenden kann. Es war wirklich ein Genuss. Es war eine tolle Eingebung im Flugzeug zu sagen, so, ich habe jetzt noch 3 Stunden Zeit, ich fange jetzt mit einem Hörbuch an und ich habe ja die Seiten und die Hörzeit einfach nur so inhaliert. Also wenn ihr dazu eine ausführliche Info und Rezi wollt, schaut super gerne in die Infobox, schaut euch das Hörgenuss-Video an und ja, da habe ich wirklich ausgiebigst geschwärmt. Dann kommt so ein bisschen ja, der Flop des Monats. Ja, aus Sternen und Staub von TJ Klune. War von mir als Highlight gehandelt. Deswegen bin ich auch wirklich direkt am Erscheinungstag in die Buchhandlung getigert und habe mir dieses wunderschöne Buch mit diesem wunderschönen Buchschnitt geholt. Es ist wirklich wunderschön. Es ist der 4. Titel, der vom Autor übersetzt wurde. Hier seht ihr 2. Der 3. hat mir ja auch nur so okay gefallen, ist ausgezogen. Ist aber ursprünglich aus 2018, also auch schon um einiges vor Mr. Parnassus sozusagen geschrieben worden. Und ich glaube, man merkt das dem Buch so ein bisschen an. Ja, es gibt nichts zu meckern am Cover, am Titel und richtig schön. Auch der Farbschnitt ist toll und ich mag es auch, dass man den Titel nochmal so ein bisschen verändert hat. Ich glaube, der hieß ursprünglich mal anders. Irgendwas mit Sternenstaub und dann ging es weiter aus Sternenstaub gemacht oder irgendwie so. Und ich finde schön, dass man hier diesen komischen Bestseller Sticker abmachen konnte. Auf den anderen Büchern war er ja dann draufgedruckt, aber ja, ich bin ein bisschen irritiert. Das habe ich auch in meinen Neuzugängen schon gesagt, warum es jetzt ein Hardcover wird, während die anderen Bücher alle eine Broschur waren. Aber ja, ich meine, man muss natürlich den Preis von 22 Euro auch ein bisschen rechtfertigen. Aber ich, ja, also ja. Wir treffen hier auf Nate, der auf dem Weg zu einer Hütte ist, die seiner Familie gehört, die er jetzt von seinen Eltern vererbt hat. Die sind verstorben auf sehr ja, schlimme Art, denn sein Vater brachte erst seine Mutter um und dann sich selbst. Und es war kein gutes Verhältnis zwischen seinen Eltern und ihm. Auch mit seinem Bruder versteht er sich überhaupt nicht gut. Dann kommt er in diesem Örtchen an und besorgt sich noch ein paar Vorräte, unterhält sich mit einem früheren Schulfreund, der jetzt an diesem Kiosk Tankstelle arbeitet und erfährt so auch noch ein bisschen was zu der Hütte, zu seiner Familie, mit der er eben schon lange keinen Kontakt mehr hat. Ja, er erzählt hier jetzt auch so ein bisschen was von seinen Plänen, dass er eventuell einen Roman schreiben möchte, dass er seinen Job als Journalist an den Nagel gehängt hat und hier so ein bisschen kreative Ruhe sucht. Doch ja, in der Hütte angekommen ist alles anders, als er dachte, denn auf einmal steht da ein fremder Mann namens Alex und ein junges Mädchen, die sich Artemis Das Vader nennt. Beide stellen sich vor, beide sind verwundert, wer er ist. Sie müssen sich gegenseitig so ein bisschen erklären. Nach und nach erzählen sich alle drei sozusagen auch ein bisschen ihre Geschichte. Und gerade die Geschichte von Artemis ist kaum zu glauben und bringt das Weltbild von Nate definitiv ins Wanken. Und ja, alle drei planen so ein bisschen ihre Zukunft, wie sie da so ein bisschen miteinander umgehen werden, ob Nate auch bereit ist, den beiden zu helfen. Und ja, sie müssen dazu aber natürlich auch ihre Vergangenheit so ein bisschen hinter sich lassen. Für mich war dieses Buch ein erwartetes Highlight, das muss ich ehrlich gestehen. Der Stil ist auch schon sehr schön, sehr gelungen. Ich fand auch die Charaktere wirklich liebenswert. Aber ich habe das Gefühl bei TJ Klune, wir lesen immer wieder die gleiche Geschichte, nur ein bisschen anders verpackt. Und das fand ich hier einfach auffallend und auch, dass er hier noch nicht das Feingefühl für die Charaktere zeigt, wie er es dann in fortgeschrittenen Büchern konnte. Wir haben in dem Buch so ein bisschen einen Genre-Mix aus Fantasy, Science-Fiction, Hauch, Liebesgeschichte mit Roadtrip. Was ich eine schöne Mischung fand, finde schon, dass Klune Geschichten besonders schreiben kann. Das sprachlich schon herausragt, dadurch, dass er auch eine sehr tiefsinnige Ader hat, die er wirklich toll zeigen kann, wie Menschen eben ganz fein hinter ihrer Vordergründigkeit sind. Und er schafft dadurch dann eben wirklich besondere Charaktere, die aus der Menge definitiv herausstechen. Gerade in der Literatur hat man ja doch oft so ein Einheitsbild an Charaktere. Und hier sind es auch, wie in den anderen Geschichten, schon besondere Charaktere, die man auch schon ins Herz schließt. Er schafft es auch, Herzschmerz ganz gut rüberzubringen, also Traurigkeit und Trauer und ja, Abschied nehmen von der Vergangenheit, diese Angst vor der Zukunft. Ich finde, er macht das ganz gut. Aber für mich hatte er hier bei den Charakteren und auch zwischen den Zeilen nicht das Feingefühl gezeigt, was wir zum Beispiel oder was ich bei Mr. Parnassus wirklich großartig fand. Er
Ja, er findet hier scheinbar noch so ein bisschen seinen Stil. Ich glaube, dass er ihn einfach später dann besser gefunden hat oder vielleicht auch im Nachgang das Korrektorat, Lektorat ein bisschen besser aus ihm herausgekitzelt hat. Aber ich glaube, dadurch, dass das jetzt eben das erste Buch, glaube ich, auch von ihm ist, was eben nachträglich sozusagen ja im Grunde veröffentlicht wurde, übersetzt wurde, ich glaube, es macht er heute besser. Ich glaube, er hätte heute auch eine andere Geschichte geschrieben. Und mir fehlt hier tatsächlich so ein bisschen das Feingefühl, mir fehlt auch noch so ein bisschen der Humor, der so schön nebenbei eingeflossen ist in den anderen Geschichten. Und ja, jetzt vergleiche ich natürlich die Geschichten von T.J. Klune miteinander, weil das all das ist, was ich hier einfach vermisst habe. Zu den Charakteren, ja, Nate ist halt so ein typischer brummeliger Mann, der vom Leben irgendwie genug hat und sich jetzt mit seiner Zukunft beschäftigen muss, kennen wir schon. Ich fand seine Entwicklung sehr vorhersehbar und ja, auch seine ganz ungestüme Art fand ich ein bisschen schwierig. Artemis, da wissen wir schon einiges, ich glaube auch aus Grund des, ich glaube, weiterführenden Klappentextes. Die fand ich richtig, richtig toll. Also da war ich ja, direkt in Love sozusagen. Wir erfahren ihr Geheimnis, was sie durchgemacht hat, wie sie gerade das Leben lebt, wie sie auf ihren Namen gekommen ist. Und sie ist definitiv schon für mich die treibende Kraft in dieser Geschichte gewesen, dass ich da auch dran geblieben bin. Ja, und Alex oder Alex wirkt doch sehr ruhig und dennoch stark, was auch so ein bisschen mit seinem Job natürlich zu tun hat. Aber so richtig warm geworden bin ich mit ihnen nicht. Also beide männlichen Charaktere, weiß ich nicht, waren nicht so ganz mein Fall. Was mich tatsächlich sehr gestört hat und was mich sehr aus dem Lesefluss herausgebracht hat, war die explizite spicy Szene, die sehr explizit gezeigt wurde, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Nein, ich meine das jetzt nicht als Wortspiel, die total überraschend war, die für mich total überzogen war, wo wir wirklich gefühlt mit der Nase reingestoßen wurden, wie sagt man das? Also wenn Leute, wie das da drin dargestellt wurde, machen und das gut finden, bin ich völlig fein. Ich möchte das aber eigentlich nicht in einem, ich sage jetzt mal, Wohlfühlroman lesen, weil ich habe ja schließlich kein Porno in der Hand. Also ich möchte das auch in Buchform nicht lesen, beziehungsweise nicht unvorbereitet lesen. Wenn ich ganz gezielt zu erotischer Literatur greife, dann stelle ich mich darauf ein. Aber ich fand es wirklich schlimm. Ich fand das wirklich verstörend. Ich stand. Jetzt bin ich 40, ne? Also wenn mich was verstört, dann wird das was heißen. Ich habe das nicht verstanden, warum uns das so erzählt werden musste. Und ja, zudem fühlt sich die Geschichte halt so an, wie wenn ich sie schon dreimal gelesen hätte, mit den Charakteren, mit ein bisschen anderen Themen, aber so diese Entwicklung. Es zeichnet sich hier definitiv ein Muster ab. Und ja, natürlich verarbeitet Klune hier sehr wichtige Themen wie Diversität, Andersartigkeit, alles um die Queerness herum, natürlich auch diese Selbstliebe, diese Selbstfürsorge. Aber ja, jetzt habe ich von Klune das halt auch schon zum vierten Mal gelesen und denke mir, ja, ich habe das jetzt auch verstanden. Und ich wünschte mir halt, er würde es mal ein bisschen anders erzählen, anders machen, vielleicht auch den Fokus eher mal auf eins der Themen lenken als auf alle. Und was mich auch sehr gestört hat, und ich glaube, das habe ich mir auch markiert, und jetzt ist Klune ja bekannt und er stellt sich gern als toleranter Mensch hin. Und ich glaube ihm das auch, möchte ihm das gar nicht absprechen. Seine Geschichten strotzen ja auch vor Toleranz und Offenheit und jeder kann so sein, wie er möchte. Allerdings hat er sich hier sehr negativ über Veganer geäußert. Und da muss ich sagen, frage ich mich, wo ist denn die Toleranz gegenüber denen, die keinem ein Leid zufügen wollen? Oder so wenig Leid zufügen wollen und eigentlich ja, die Friedensbewegung zwischen Mensch und Tier vorantreiben, die war hier nicht gegeben. Und ja, das fällt vielleicht nur jemanden auf wie mir, der eben auch vegan, vegetarisch lebt. Hier ging es nämlich um den Kichererbsengeschmack. Und es wurde hier was Vegetarisches oder Veganes zu essen gegeben. Und dann sagt hier, ja, Artemis, vegane Ernährung ist das Schlimmste überhaupt. Und hätte sie einfach gesagt, oh, ich finde Kichererbsen eklig, gib mir bitte was anderes, wäre ich absolut dabei. Aber hier so mit einem Satz komplett zu sagen, vegan ist das Schlimmste, also es tut mir echt leid, weil dir ein Gemüse, eine Hülsenfrucht nicht schmeckt, heißt das ja nicht, dass alles andere auch schlecht ist. Also da muss ich wirklich sagen, ja, kann jetzt sein, dass ich mich da an dieser Kleinigkeit aufrege.
Mag durchaus sein, aber das ist echt was, wo ich denke, sind wir jetzt tolerant? Darf jeder so sein, wie er möchte? Aber muss ich dann dafür Fleisch essen, damit ich auch in diese Toleranz hereinfalle? Oder bin ich hier wirklich sozusagen das Böse oder die Intolerante, weil ich eben auf Fleisch und tierische Produkte verzichte? Ja, was soll ich sagen? Das Buch wird leider auch ausziehen, so schön es ist. Wird es nicht im Regal verweilen, weil es mir dazu einfach definitiv viel, viel, viel zu wenig gefallen hat und mich einfach nicht so richtig abholen und begeistern konnte. Es war okay. Ich habe auch tatsächlich Art sehr gerne gefolgt, fand ihre Gedanken da auch auf jeden Fall oder ihren Weg ganz schön. Aber ich hoffe, dass ich Clun für die nächsten Geschichten mal wieder ein bisschen was Innovativeres tatsächlich einfallen lässt. Dann habe ich gehört, ich hatte noch ein paar Stunden bei BookBeat, Kurashi von Marie Kondo. Das ist hier der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben und ist bereits im letzten Jahr erschienen, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Dieses Buch wird auch als Coffee Table Book beschrieben und hat wohl in Echtform, also als haptisches Buch, auch Arbeitsblätter enthalten. Ich habe früher sehr viel von Marie Kondo gelesen, egal ob es um den Haushalt ging, ob es um den Arbeitsplatz ging. Ich habe auch die ein oder andere Doku von ihr gesehen und es war jetzt tatsächlich ganz spannend, ihr hier so mal ein bisschen als erwachsenere Marie Kondo zuzuhören. Das Hörbuch hatte auch nur so knapp was über 3 Stunden, hat also perfekt in meine 25 Stunden Zeitlimit gepasst. Ja, Kurashi bedeutet so viel wie Lebensphase, die Art, den Tag zu verbringen, bis die Sonne untergeht. Und das Hörbuch war so ein bisschen in verschiedene Kategorien unterteilt. Zum einen der Dialog mit sich selbst, was man für sich selbst tun möchte und was will man tatsächlich in Ordnung bringen. Dann ging es auch darum, den Dialog mit seinem eigenen Zuhause, dass man mal die Betrachtung der Dinge, die einem umgeben, wirklich vornimmt, was macht einen glücklich, was macht einen zufrieden. Dann geht es auch darum, das ideale Zuhause zu visualisieren, also wie die einzelnen Zimmer einen glücklicher machen können, was man hier tun muss, welche Bedeutungen haben Zimmer. Fand ich super spannend, gerade so ein bisschen auch der Vergleich mit Badezimmern, wie unterschiedlich das in den Kulturen ist. Dann ging es um die Freude am Morgen. Hier gibt es, man ahnte schon, Tipps für eine Morgenroutine und auch einfach daraus die verschiedensten Perspektiven. Es geht um die Freude über den Tag, einfach für die Selbstvorsorge, was auch den richtigen guten Job angeht, auch die richtige Zeit zum Beispiel für die Karriere, wann die für jeden irgendwie ist, dass man sich das mal so vor Augen hält, bis wir dann eben bei der Freude am Abend ankommen und hier geht es dann zum Beispiel um Rituale am Abend, vom gemeinsamen Abendessen, über Dinge, die man eben so ein bisschen vor dem Schlafengehen tun kann, um eben leichter in den Schlaf zu finden. Es gibt sehr viele Beispiele aus ihrem Leben als Mutter und Ehefrau und man merkt, wie sehr sich dadurch noch mal ein bisschen ihr Blickwinkel auch verändert hat und sie zeigt uns auch so ein bisschen neue Traditionen auf, zum Beispiel auch in den Umgang mit Partnerschaft und Familie und eben auch, wie sie ihre Kinder in das Leben mit einbindet und integriert. Fand ich tatsächlich einen sehr gelungenen Ansatz. Ich wurde früher schon sehr häufig von Marie Kondo inspiriert und auch das schafft sie hier tatsächlich wieder mit diesem Buch. Es ist schon ein etwas ruhiger, achtsamerer Weg. Es gibt wichtige Impulse, die sie einen wieder mitgibt. Und ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gehört. Also ich fand das Buch wirklich richtig schön gesprochen. Es wird übrigens gesprochen von Nina West. Das habe ich vorhin vergessen. Und die, finde ich, macht ihre Aufgabe auch richtig, richtig gut. Ja, man merkt, sprachlich ist es wieder sehr wertschätzend formuliert. Es wirkt zu Teilen sogar meditativ. Ich lasse mich gern auf diese Art von Marie Kondo auch ein. Ich höre ihr gerne zu. Ich verinnerliche das gerne. Ich habe gerne Impulse. Ich mache gerne auch Notizen. Und dann versuche ich so ein bisschen auch meinen Wert daraus zu erkennen und mitzunehmen. Und gerade die Impulse so von morgen, Abend, Tagesroutinen, auch so ein bisschen, was das Zuhause angeht, da habe ich mir einiges so mitgeschrieben oder was mir dann eingefallen ist und da möchte ich jetzt nach und nach auch ein bisschen diesen Impulsen nachgehen. Das Buch verleiht den Bekannten, was man von ihr schon gehört hat, etwas mehr Tiefgang. Man gewinnt auch mehr an Gefühl für das echte Leben. Es ist nicht immer alles nur so theoretisch, wie man es vielleicht aus den ersten Büchern von ihr kennt, sondern man merkt, dass sie erwachsener wurde, reifer wurde, mehr Erfahrungen auch mit dem Leben in der Familie und so gemacht hat und das, finde ich, macht sie richtig gut. Und man kennt natürlich manche schon, wenn man Marie Kondo kennt, besonders natürlich auch die Wertschätzung für Menschen, Dinge, Kleidung, das Zuhause, aber ich finde, davon kann man nie genug lesen und sich eigentlich immer wieder erfreuen, dass es eben nach wie vor einen Menschen gibt oder Menschen, die das wirklich auch wertschätzen zu wissen, nehme ich mir auch irgendwas von
von mit. Also wirkliche Empfehlung, hat mir gut gefallen, ist nichts komplett Neues, Innovatives von Marie Kondo, aber wenn man ihren Stil mag, wird man mit dem Hörbuch dann auch Freude haben. Dann ging es für mich in den Cornwall von Cara Lindon. Habe ich gelesen, Cornwall-Küsse im kleinen Cottage. Das ist der zweite Teil ihrer vierteiligen Cornwall-Reihe. Ich habe ja auch schon den ersten Teil gelesen, habe die beiden anderen auch schon hier. Und das ist bei mir ja auch noch ein Special-Band eingezogen, dank der liebe Cara, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ja, ich habe es als E-Book gelesen, ich habe auch alle anderen als E-Book und freue mich, wenn mir die Reihe weiterhin so gut gefällt, dass ich dann zumindest das Special-Buch über die Tiere im Porthlands sozusagen dann im Regal stehen habe. Ja, wir sind in London bei Melissa und die arbeitet in einer Werbeagentur, wird da aber nicht so richtig geschätzt von ihrem Chef, der ist wirklich nervig. Es ist alles stressig, es ist nicht schön, sie wird nicht in Projekten benannt und bekommt dann eben einen Anruf von zu Hause, dass ihre Tante Eleanor gestürzt ist und ein bisschen Hilfe und Unterstützung auf dem Tierschutzhof benötigt und ja, so reist sie von London nach Cornwall. Recht schnell lässt sie sich auch dazu überreden, was sie hier alles zu tun hat, was sie erledigen kann und sie ist auch von selbst aus auch relativ schnell dazu bereit. Auf dem Hof trifft sie dann unter anderem auch den anfänglich etwas ruhigeren Jake, der auch auf dem Hof mitarbeitet. Auch einige Rentner sind hier unterstützend mit dabei, was ich richtig cool fand. Und sie trifft dann aber auch auf Brandon, einen Journalisten, der zwar so ein bisschen den Funkenflug bei ihr anregt, aber diesen dann auch sehr unschön ausnutzt für eine Story, um ja so ein bisschen dann den Verkauf des Hofes anzutreiben. Und da stellt sie natürlich vor ein Problem und sie muss sich dann natürlich auch entscheiden, wie sie mit der Situation umgeht, ob sie ihrer Tante hilft, ob sie hier in Cornwall bleibt oder ja, und was dann natürlich auch noch Jake so ein bisschen damit zu tun hat, kann man sich so ein bisschen denken. Auch der zweite Teil war eine gemütliche Geschichte mit tollen Charakteren, lustigen Tierbegegnungen und leckerer Schokolade, die hier auch selbst gemacht wurde. Perfekt für einen Herbsttag mit einer Decke und einem Tee und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mag den Schreibstil auch hier, der sehr leicht ist, der wirklich gemütlich ist, der flüssig ist, der modern ist. Das finde ich, macht Cara Lindon richtig, richtig gut. Der Band kann im Grunde schon unabhängig auch vom ersten Band gelesen werden, wenn einem dieser mehr anspricht als zum Beispiel der erste mit dem Kaffee, Katzenkaffee. Aber natürlich tauchen hier Charaktere auf, passieren jetzt zum Beispiel auch Dinge im Katzenkaffee, zu denen man sich dann vielleicht spoilern könnte, wenn man das zusammen, also dann mal nacheinander anders irgendwie liest. Man kann es einzeln lesen, aber ich finde es jetzt natürlich schön, es der Reihe nachzulesen, um den Gesamtkontext so ein bisschen zu erfassen. Porthlin in Cornwall ist natürlich eine fiktive Stadt, wird aber wunderbarst beschrieben. Also ich fühle mich da direkt heimelig und wohl und habe die Stadt vor Augen, die Wege, die Häuser, die Umgebungen, den Hof, der hier eine Rolle spielt. Das macht Cara Lindon richtig gut. Auch die Charaktere sind richtig toll gezeichnet. Auch die Nebencharaktere, die wir schon aus dem ersten Band so ein bisschen kennen und neue kommen dazu. Und natürlich lernen wir die auch ein bisschen intensiver kennen. Es ist nur eine wunderschöne Geschichte aus Romantik, Wohlfühlroman. Es hat ein bisschen Spannung und natürlich auch so ein bisschen Lebensgeschichte, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte Melissa richtig gerne. Ich mochte auch Jake, der ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Ich finde, dass die beiden eine sehr schöne Entwicklung gemeinsam machen durch die Liebesgeschichte, die so ein bisschen ruhiger ist, langsamer ist. Sie ist ja unaufgeregt und sie fühlt sich authentisch an und das machen die beiden Charaktere richtig, richtig gut. Was mir aber immer wieder schwer fällt zu glauben, ist, dass ich heute meinen Kontakt in der Stadt abbreche, morgen in dem Städtchen bin und dann vergesse ich alles, was in der Stadt war. Also das war schon so ein bisschen im ersten Teil ein bisschen schwieriger und das hat man hier jetzt auch wieder, dass ja tatsächlich gar nicht dran gedacht wird, dass ich ja eine Wohnung noch in London habe, da eigentlich einen Job habe, wo ich nur beurlaubt bin. Ich habe eine Kollegin, mit der ich mich gut verstehe und irgendwie verdrängt das Melissa alles, ohne dass sie uns sagt, dass sie es verdrängt, wie wenn die alle gar keine Rolle mehr spielen. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, das finde ich immer ein bisschen unglaubwürdig, aber das ist wirklich nur so ein minimaler Kritikpunkt an der Geschichte, weil ich denke, man ist doch nie ganz allein. Also man hat doch Kollegen, man hat Bekannte, Nachbarn, was auch immer. Und denen nicht mal mit dem irgendwie Kontakt aufzunehmen und irgendwie sich zu besprechen, also, oder wenn man nur mitteilt, ne, also
zumindest vielleicht nicht direkt zu Beginn, aber mal so mittendrin macht man sich doch irgendwie Gedanken. Aber ja, die Nebencharaktere haben mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Und ja, also eine richtig schöne, wohlige Geschichte, die mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Und ich mich jetzt im November auch auf Teil 3 freue, sodass ich dann die winterliche Weihnachtsgeschichte im Dezember lesen kann. Und dann natürlich auch die Porthlins Tierchen sozusagen nicht fehlen dürfen. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich nach knapp 80 Seiten fast der Hälfte abgebrochen habe. Und zwar ist das die Erinnerungsfotografen von Sanaka Hiragi. Mich hat hier das Cover und auch der Klappentext sehr angesprochen und auch so ein bisschen das etwas ernstere Thema. Ja, aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hirasaka arbeitet in einem Fotoatelier und dieses Atelier ist eine Art Zwischenwelt, in die die verstorbenen Menschen kommen, um einen Zwischenstopp zu machen. Was auch so ein bisschen an die Mitternachtsbibliothek zum Beispiel erinnert. Dort erstellt er dann eine Art Collage aus Fotos jeden Lebensjahres, um eben einen wertvollen und würdevollen Abschied sozusagen und mit schönen Erlebnissen zu hinterlassen. Und diese Begrifflichkeit, dass bevor man stirbt, läuft einem der Film des Lebens nochmal ab, das ist hier so ein bisschen mit Fotos aufgegriffen. Es darf sich also jeder aus jedem Lebensjahr ein Foto aussuchen, um dann eben auch diese Momente, diese Erlebnisse mitzunehmen. Und so gut er dies eben für andere kann, so wenig oder so schwer fällt es für ihn selbst, für seine Lebensgeschichte, da er scheinbar ja, sehr allein ist, kaum jemanden kennt und er eben auch nicht so richtig weiß, was ihn mal erwartet. Und ich muss sagen, ja, mir ging es in diesem Buch zu viel um Tod, zu viel um Trauer und ja, es war natürlich erwartbar, aber halt nicht dieser Tiefgang, in dem es eben nur tief, traurig und tot war. Und es gibt scheinbar auch überhaupt keinen Ausweg und keine Freunde und kein schönes Leben für Hirasaka und das fand ich sehr anstrengend, sehr trüblich. Ich fand es viel zu schlicht. Auch wenn es manchmal schon ein bisschen was Poetisches hatte, es gab keine Spannung, es gab keine Positivität, es war alles sehr melancholisch, es hat mich emotional aber dabei gar nicht angesprochen, weil es eben so schlicht war und meins war es leider nicht. Und ich habe da nach 80 Seiten gedacht, ja, jetzt hättest du nur noch 80 Seiten, lest doch die andere Hälfte noch. Aber leider nicht, meins war es nicht und deswegen lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende, nein, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so rum. Ja, meins war es leider nicht, ja. Passiert manchmal eben auch. Und dann kommen wir zum neuen Buch von John Mars, der jetzt seinen nächsten Near-Future-Thriller herausgebracht hat, und zwar The Marriage Act. Und es spielt auch in diesem The One-Universum, was ja für mich ein Highlight war. Gesprochen wird das Hörbuch von Uwe Teschner und ich habe mich sehr gefreut, als mir das Rezensionsexemplar als Hörbuch auch zur Verfügung gestellt wurde, weil ich seiner Stimme richtig, richtig gerne lausche. Ich muss aber vorneweg sagen, so gut Uwe Teschner seinen Job gemacht hat, ich hätte mir für die verschiedenen Perspektiven auch verschiedene Stimmen gewünscht, weil ich glaube, dann wären die Perspektiven ein bisschen besser trennbar voneinander gewesen. Ja, wir sind im Grunde in der nahen Zukunft angekommen und die Regierung erlässt die Smart-Ehe, welche die Betroffenen sehr großzügigen Vorurteilen verspricht und auch dann erlässt, wenn sie eben eine Smart-Ehe eingehen. Das heißt, es gibt für diese Menschen und diese Ehepaare dann niedrigere Steuern, schönere Wohnungen in schöneren Gegenden, luxuriösere Autos und so weiter. Doch ja, nicht nur neue Ehen werden berücksichtigt, sondern auch bereits bestehende Ehen können umgeschrieben werden, beziehungsweise ja, registriert werden. Sie müssen dann aber zustimmen, dass sie komplett rund um die Uhr überwacht und überprüft werden. Wenn man sich dagegen entscheidet und Single bleiben möchte oder auch die Ehe nicht nachtragen möchte, dann hat man am Ende das Problem, dass man in manche Gegenden nicht mehr ziehen darf, dass man bei Ärzten und Jobangeboten eher als Mensch zweiter Klasse behandelt wird und so möchte man eben alle dazu bringen, ja, im Grunde das Privileg zu nutzen. Auch Kredite zum Beispiel gibt es dann in der unteren Kategorie ein seltener, beziehungsweise tun sich die Menschen einfach schwerer, nach oben zu kommen, erfolgreich zu werden und auch ja, im Grunde irgendwann dann mal mehr Geld zu verdienen.
Streits zum Beispiel in diesen Smart-Ehen führen schnell zu einer Herabstufung. Also es gibt verschiedene Stufen und der Staat hat dann eben auch das Recht, einen Beziehungsberater zur Ehe, zum Ehepaar zu senden, der dann dort gegebenenfalls nicht nur kurzweilig berät, sondern sogar einzieht, um sich davon zu überzeugen, dass dann dieser Streit auch gelichtet ist. Und wir begleiten in der Geschichte, so viel ein bisschen zur Theorie, wir begleiten 5 Personen, die uns ein recht gutes Bild der Zukunftswelt geben. Wir haben so ein bisschen eine Ehefrau, die sich dem Richtung Widerstand gibt, weil sie sehr frustriert ist mit dieser Ehe und einfach etwas anderes möchte. Wir haben einen Programmierer, der für die Regierung arbeitet und ja auch an so mancher Software beteiligt ist. Das heißt, da haben wir so ein bisschen diese Hintergrundinfos. Es gibt eine Hausfrau, die gerne Vloggerin werden möchte, der aber auch so ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Wir haben einen älteren Rentner, dessen Frau ja im Grunde todkrank ist und der eben einfach nicht möchte, dass ihm irgendwann eine neue Frau zugeteilt wird, der dann eben einfach allein bleiben möchte. Und dann gibt es auch noch den staatlichen Eheberater, der ein ganz besonderes Hobby hat, dem er auch sehr gerne nachgeht und der dann ein schwules Ehepaar betreuen soll, was ihn nochmal so ein bisschen vor besonderen Herausforderungen stellt. Und insgesamt haben wir hier eine sehr düstere, dystopische Atmosphäre, die John Mars wirklich richtig gut rüberbringt, die ihm sehr gut gelingt. Aber die Charaktere waren durchgängig nervig, langweilig und sehr blass. Und das kenne ich von John Mars eigentlich nicht, außer ich glaube sein letztes Buch, The Watcher. Ich glaube, da haben mich die Charaktere auch schon genervt. Ja, The One bleibt für mich das Highlight, dicht gefolgt von The Passengers. Das fand ich auch richtig gut mit den Autos, die autonom fahren. Dieses Buch kommt für mich überhaupt nicht ran. Er schaffte schon, dass Spannung definitiv vorhanden ist, eine fiktive Welt darzustellen, die wirklich interessant ist, die von unserer auch gar nicht so weit entfernt ist und wo man sich vorstellen könnte, dass das in 10 Jahren genauso passiert. Das schafft John Mars relativ gut. Die Idee, dass man dem richtigen Partner gegenüber, wenn man diesen gefunden hat, dass man gesünder lebt und weniger krank ist, finde ich schon irgendwie interessant. Würde mich aber tatsächlich interessieren, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das nicht tatsächlich irgendwie nur ein PR-Gag dann am Ende wäre, weil ich glaube, dass man manchmal als Single auch kein so schlechtes Erleben. Die Spaltung der Gesellschaft wird auch richtig gut dargestellt. Wir haben die überzeugten Singles, die Eheleute ganz ohne Überwachung und dann natürlich die, die sich hier komplett untergeben, die die Vorteile daraus ziehen wollen und die dann eben in diesen Gemeinden im Grunde auch gemeinsam hintereinander stehen, wohlhabend sind und das, finde ich, ist richtig gut gezeigt worden. Der Schreibstil ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich für Mars gewesen, sodass sich der Anfang doch ein bisschen gezogen hat, bis mal irgendwas passiert ist. Da war ich bestimmt bei 20% im Hörbuch, bis ich dachte, so, jetzt könnte auch mal was anfangen. Das war bei den anderen Büchern definitiv anders. Die Überwachung ist bei John Mars immer wieder ein großes Thema und ich glaube, das ist etwas, was er vor was er wirklich selbstverständlich auch Angst hat, was er deutlich machen möchte, wofür die dann auch steht und was damit auch für unschöne Dinge geschehen können, dass man uns die Privatsphäre klaut. Allerdings, und das ist mir in den anderen John Mars Büchern auch nicht so aufgefallen, gab es hier die ein oder andere Logik, was zum Beispiel geheime Pläne anging. Denn wenn wirklich alles 24 Stunden überwacht wird, was ich sage, was ich mache, was ich denke, was ich male und so weiter, dann kommt es eigentlich nie zu geheimen Plänen. Das fand ich schon bei 1984 von Orwell ein bisschen merkwürdig. Aber da war ja nun ein gewisser Teil auch der Wohnung sozusagen überwacht. Während wir hier ja wirklich von einer Totalüberwachung sprechen, wo ich denke, ach, ich glaube, selbst geheime Gedanken würden da erkannt werden. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil wir haben ja nicht nur die Wohnungen, die Autos, die Umgebungen mit Straßenkameras, wir haben die Autos, die Smartwatches und so weiter. Ach, es war so manchmal dabei, wo ich dachte, ach, da machst du dir das jetzt aber sehr, sehr, sehr einfach. Und das größte Problem in der Geschichte, neben der fehlenden Spannung, sind tatsächlich auch die Charaktere, die sehr flach waren, die sehr eindimensional waren, die sich kaum irgendwie unterschieden haben. Und dabei stehen sie ja in ganz besonderen, unterschiedlichen Stellen in diesem System. Und ja, es gibt sprachlich überhaupt keine Unterschiede. Und da fiel mir das natürlich auch mit einem Sprecher ein bisschen schwerer. Das war bei The One auf jeden Fall besser gelöst. Zudem sind auch einige Charaktere echt nervig angelehnt. Und ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, aber ich hätte gern zumindest mit einem so ein bisschen mitgefühlt und wäre da mitgegangen und hätte mich mitreißen lassen. Aber
Ja, es war ein okayes Buch. Wir kommen heute aus diesem Okay einfach nicht mehr raus. Wobei das nächste Buch ist dann ein Highlight. Aber ja, das ist tatsächlich nur okay. Und das für einen John Mars finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schade. Ich will von ihm einfach mal wieder einen Psychothriller lesen, von dem mich ja so der ein oder andere in der Vergangenheit auch schon gut unterhalten hat. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch und zum Glück auch ein Highlight-Buch, nämlich der Misfits Academy von der lieben Adriana Popescu mit dem Untertitel Als wir Helden wurden, wurde mir mit diesem wunderschönen Buchschnitt auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Also vielen, vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Es ist einfach wunderschön geworden. Nicht nur das Cover, sondern auch der Farbschnitt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Broschüre nicht genutzt wurde, um vielleicht irgendwas von der Akademie oder was auch immer zu zeigen. Aber das tut ja der Geschichte keinen Abbruch. Ja, es ist das neue Jugendbuch von Adriana und es ist der Auftakt einer Reihe. Zumindest kann man überall Band 1 lesen. Ich bin sehr gespannt, wann es wie irgendwie wo weitergeht. Bisher habe ich da bei Adriana auf Instagram noch nicht so richtig was mitbekommen, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, zu Beginn der Geschichte treffen wir auf Taylor, die eine besondere Superkraft hat, aber diese noch nicht so richtig unter Kontrolle hat, beziehungsweise sie diese eben auch ausnutzt und sich an wunderschöne Orte teleportiert, was sie aber eigentlich noch nicht darf. Und sie soll dann eben auf eine Akademie für ja, die Skills-Träger kommen, also für alle, die mit einer Superkraft haben, und sollte eigentlich nach Hawaii, aber sie wird bestraft von der Behörde und muss nun nach England auf die Insel Guernsey. Und ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Ich hätte das vielleicht mal googeln sollen. Guernsey. Auf jeden Fall, ja, kein so schönes Wetter wie auf Hawaii. Das kann man schon mal festhalten. Ja, sie wird da von der Behörde hingeschickt, reist dann mit ihren Eltern auch dort an. Da erfahren wir schon ein bisschen die Spannungen, die zwischen ihr und den Eltern herrschen und dass sie sich so ein bisschen vernachlässigt fühlt und sie soll jetzt eben an dieser Schule bleiben und dort lernt sie dann eben auch nach und nach ja, eine Gruppe von Gleichgesinnten, von Misfits, von Außenseitern kennen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, außer dass sie eben die Gemeinsamkeit haben, dass sie irgendwie was angestellt haben, weil sonst wären sie nicht an der Misfits Academy und dass sie da eben doch etwas verbindet. Ja, dort werden die Jugendlichen mit einer Art Strahlungsarmband auch ausgestattet, was so ihre Fähigkeit auch ein bisschen unterdrücken soll, sodass sie das eben dann auch lernen, die gezielt einzusetzen. Und man merkt auch recht schnell, dass das Anderssein in dieser Welt, wo es eben auch Menschen gibt, die eben ohne Superkräfte aufkommen, dass das nicht ganz so einfach ist, auch gegenüber diesen normalen Andersen, normalen Menschen, ich würde es jetzt auch mal so nennen, dass das tatsächlich ja, eine Schwierigkeit darstellt, aber natürlich auch es Unterschiede gibt zwischen den einzelbegabteren Schülern und es da eben auch mal zu Unmut kommt. Für mich war dieses Buch wirklich ein absolutes Highlight. Das wäre Jugendfantasy gewesen, wie ich sie in meiner Jugend hätte sehr, sehr gerne gelesen. Es war richtig, richtig toll. Ich habe es verschlungen. Ich habe den Stil von Adriana wieder absolut gefeiert und ich mochte alles in diesem Buch. Das muss ich echt sagen. Also wäre ich heute 16, 17, 18 Jahre alt, das wäre das perfekte Buch für mich gewesen, um mich mit in die Fantasy reinzuziehen, mir so ein bisschen dieses Internatsleben zu zeigen. Richtig, richtig toll. Der Stil von Adriana, ich liebe ihn und kann auch gar nicht mehr objektiv sein. Ich mag, wie sie Welten erschafft. Das ist förmlich, wie wenn ein Film abläuft. Ich mag die Dialoge, die fühlen sich echt an, frisch an, authentisch an. Ich finde das richtig, richtig toll. Ich mag den besonderen, feinen Humor, der so unterschwellig dabei ist, liebe ich sehr. Und es ist, also man merkt einfach, dass Adriana sowohl Filme mal geschrieben hat, dementsprechend eben sich das Buch auch anfühlt wie ein Film, aber auch einfach Dialoge kann. Also das ist ihre große Stärke und ich liebe es, wie hier drin dann wirklich die Wörter hin und her fliegen. Richtig, richtig toll. Der Start war vielleicht eine Spur zu langsam, aber als dann Fahrt aufkam, war es wirklich einfach großartig. Und wie wir die Charaktere erleben, das hat mir großen Spaß gemacht. Es ist eine tolle Gruppendynamik und wir haben natürlich auch den Einbau der einzelnen Charaktere. Man hat so ein bisschen Zeit, die kennenzulernen, aber dann eben auch, wie sie in der Gruppe funktionieren. Und das fand ich einfach richtig toll. Es ist wahnsinnig gezeichnet, es ist richtig schön Entwicklung da, das Potenzial wird genutzt und es wird einfach authentisch erzählt. Und mir fällt da kein anderes Wort ein, als dass es sich einfach echt angefühlt hat, wie wenn es diese Jugendliche wirklich gegeben hätte. Wir haben drei Erzählperspektiven in der Ich-Form, was ich sehr gut gewählt finde. Zum einen, dass es nur drei anstelle fünf sind. Vielleicht hätte man auch fünf erwartet, dadurch, dass wir fünf Jugendliche haben. Ich fand aber die drei sehr gut gewählt und sie sind auch sehr abwechslungsreich. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich fand die Ich-Perspektive gut gewählt.
weil man so sehr nah bei den Charakteren dran ist, bei den Gedanken, bei den Gefühlen und da wirklich wunderbarst folgen kann. Wir treffen hier auf Taylor, die ich als, ja, im Grunde ja, Charakter, den wir zuerst kennenlernen, direkt ins Herz geschlossen habe, deren Entwicklung ich richtig schön fand. Wir treffen auf Eric Catalano und was soll ich sagen? Wer denkt hier auch an Jared Leto aus der Serie Willkommen im Leben? Also ich hatte ihn vor Augen, doch dieser Eric ist definitiv anders als wahrscheinlich der namensgebende Catalano. Ich weiß gar nicht, wie hieß er denn mit Vornamen? Ich weiß schon gar nicht mehr. denn er kann Gefühle steuern und lässt sich dafür durchaus auch manchmal ein bisschen bezahlen. Also ist da schon ein bisschen, ja, anders unterwegs. Dann haben wir Fionn. Auch er hat eine ganz besondere Kraft und ja, ist auch wegen dieser eher so ein bisschen für sich. Außer bei June, ja, da kann er oft so ein bisschen mehr aus sich herausgehen. Und ja, auch sie lernen wir natürlich kennen, die ja im Grunde Gedanken teilen kann und auch Geheimnisse von anderen hört und ja, dafür immer nicht so viel Begeisterung sozusagen erntet, weil wer von der anderen Seite möchte gerne seinen Gedanken gelauscht werden. Und dann haben wir noch Dylan und ja, auch hier muss ich natürlich an Dylan McKay denken aus Beverly Hills 90210, an den klassischen Bad Boy, obwohl Dylan McKay ja gar kein Bad Boy war. Auch hier haben wir den eher ruhigeren, verschlosseneren Typen, bei dem man lange nicht so richtig weiß, was seine Superkraft ist. Und sich dann natürlich auch fragt, ob man diese überhaupt je einsetzen kann. Und dann gibt es auch natürlich noch ein paar Nebencharaktere wie Lehrer, den Schuldirektor, die tatsächlich nicht sehr vordergründig da waren, aber wenn sie da waren, auch Präsenz gezeigt haben. Und es ist eine spannende Geschichte von, was in dieser Schule an Alltag geschieht, aber eben auch, wenn wir eben das ein oder andere Rätsel lösen müssen, weil eben etwas vorfällt. Und das hat mich einfach gepackt und mitgerissen und begeistert. Also ja, jetzt bin ich vielleicht 20 Jahre zu alt für Jugendbuch, aber wenn sie so geschrieben sind von Adriana, dann macht es einfach nur Spaß, auch da mit dabei zu sein. Also großes, großes Jugendbuch, Fantasy-Kino. Es gibt natürlich auch eine zarte kleine Liebesgeschichte, aber es ist zum Glück nicht so vordergründig wie bei vielen anderen Fantasy-Geschichten. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was ich an diesen Geschichten so mag, dass es da auch einfach mehr um Freundschaft geht, um das Miteinander und ja, auch einfach so den Alltag, das Leben und nicht immer, oh, ich bin verliebt und alles andere ist jetzt egal. Ja. Adriana hat das großartig gemacht und ich freue mich sehr auf die nächsten Bände, die hoffentlich erscheinen werden, aber natürlich auch auf die nächsten Bücher, die dann kommen werden. Und das war jetzt, oh mein Gott, der Lesemonat, Büchermonat, Oktober. 15 Bücher, eher so ein Okay-Gefühl, aber das passiert eben manchmal auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, was euer Highlight im Oktober war oder ob ihr auch einen Flop habt oder beides, ein Highlight und einen Flop, dann lasst uns da gerne in den Austausch gehen und ich hole mir jetzt auf jeden Fall wieder eine Tasse Tee. Hoffe, euch hat der Büchermonat gefallen. Ich hoffe, die ein oder andere Leseinspiration oder Lesewarnung war für euch vielleicht mit dabei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.